So, für mich ist es die gleiche Aufnahmestation, für euch eine neue Folge. Ach, später oder weiß ich nicht. Guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Dahinter, wie komme ich denn dahinter an die Kiste? Ich möchte dahinter an die Kiste. Jawohl, die haben echt noch eine Kiste gefunden. Nice one. Das sind die sogenannten Kisten, wo ich ein paar Folgen schon drüber gesprochen habe. So, wo führt uns denn hier das Geschehen hin? Den haben wir schon besiegt. Den haben wir auch besiegt. Hier können wir weiter. Ich weiß nicht, ob da drüben auch noch eine Kiste vorhanden gewesen ist. Wir gucken mal. Da kommen wir jetzt gar nicht mehr hin. Ja, egal. Ich vermisse halt noch ein bisschen diese Kameradrehungen. Wir gehen mal hier runter. Dann gehen wir hier überall lang. Und wenn wir dann ganz oben sind, gucken wir mal, dass wir da hinten irgendwo hinkommen. Wo wir gerade eben runtergeflogen sind. Mutant Mann von neben. Was willst du denn von mir? Lass mich doch mal durch hier. Jetzt müssen wir gucken. Nach ganz hinten durch will ich. Nein, ach komm schon, was soll denn das jetzt? Müssen wir schon wieder einmal rum. Kommen wir hier runter? Nee, schade. Wir schaffen das noch, irgendwie. Oh, hier ist so ein Kampf. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, wir wären hier komplett durch. Gucken wir mal, wie weit wir das schaffen. Oh, wir werden es irgendwie schaffen. Auf jeden Fall mega Aua, würde ich mal sagen. Nehmen wir jetzt mal unser Stärkstes hier. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Was soll das? So, wir kriegen sie irgendwie kaputt. Ist ja egal wie. Oh, der haut aber richtig gut rein. Leco mio haut der gut rein. Oh, Level 3 Gedönse. Eieiei, Muchacho Caramba. Müssen uns jetzt gleich heilen. Definitiv müssen wir uns heilen.
Genki ist oben. Genki ist gestiegen, ich weiß es nicht. Genki hat den Aufstieg. Salbe Plus für Mr. Türö von Kümmenö. Ey, aber wir haben es noch geschafft. Ich habe auch mal einen Trainerkampf gesehen praktisch, wie das Ganze hier vonstatten geht. So kriegen wir auch unser Geld zusammen, unsere tollen Taler. So, hier müssen wir weiter. Jetzt kommen wir hier hoch und jetzt müssen wir 8 geben. Oh, bitte lass es jetzt funktionieren. Bitte, bitte, bitte. Auch nach ganz hinten hier. Noch gar nicht gewesen. Wo kommen wir denn hier hin? Ist keine Kiste, das ist schon mal gut zu wissen. Kommt praktisch schon wieder zurück, das ist ja blöd. Na gut. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Trainer hier durch. Jetzt gibt es hier keine mehr, die noch auf uns warten. Sehr gut. Kiste haben wir auch gefunden. Passt ja. Das passt doch. Können wir uns hier nochmal heilen? Dann fliegen wir, glaube ich, doch mal rüber. So. Hauptquest wird uns jetzt hier das Luftschiff führen. Wir gehen jetzt einfach mal. Wir fliegen einfach hier rüber. Wuppdisch, wuppdisch. Wie ohne Fahrschein. Nicht so schnell. Oh, mir nicht so schnell drücken. Komm schon. Adiaturei. Adiaturei. Wo haben wir die denn? Hier. Abgemacht. Dann rede Terriquisa und bringe sie zurück. Turquesa. Wo ist denn Turquesa? Uff. Dass man hier die Namen nicht sieht, ne? Normalerweise müssten die auch als Fragezeichen auf der Karte angezeigt werden. Hier ist schon mal nichts drin. Warum hier meistens Leute in den Häusern stehen, nicht wundern. Die versuchen so mit ihren Koop-Spielern sich zu verbinden. Du musst praktisch im selben Haus sein. Ihr seid auf unterschiedlichen Serverclustern. Wenn ihr praktisch im selben Haus seid, dann funktioniert das alles tadellos. Und ihr könnt so zusammenzocken. Hier ist ein Ausrufezeichen. Guck mal einer an. Hey, magst du Comics? Natürlich. Weißt du, wovon ich rede? Die letzte Ausgabe von Indiras Sucht kommt die Woche raus. Echt? Schon diese Woche? Ja, hast du die letzte Ausgabe gelesen? Die letzte Geschichte hatte einen tollen Cliffhanger und ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, wie dem den König von Arian kommt und ihren Namen von Blubab. Komm, ich versuch's mal. Nach Chipangku. Och, du Heiliger, ey.
Ach du Heiliger, das sind ja mehrere Quests. Ja, jetzt haben wir hier aber Quest hoch 80 voll. Lecco mio. Jetzt geht er aber rund hier. Können wir keine Quest erledigen? Da sind wir drin gewesen. Jetzt gucken wir hier noch ins Haus. Hier haben wir auch nichts, oder? Ist hier irgendeiner, den ich vielleicht anquatschen muss? Der Laden, den brauchen wir nicht. Da ist abgeschlossen. Da kommen wir später, denke ich, noch hin. Ja, hier gibt es teure Kleidung zu kaufen. Nur mal so als schon mal, ich merke mir das für, wenn ich das selber spiele. So. Zu heilen, hatten wir hier noch was drin? Alles mal anklicken. Haben wir auch schon angequatscht mal. Wen haben wir hier? Antonio. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Jeden mal anquatschen hier, ne? Ja, irgendwas Besonderes? Ne, sieht nicht so aus. Wen haben wir denn hier? Das kann man auch wirklich nur einmal anquatschen, ne? Ach, jetzt muss ich hier echt irgendwas machen, um mit dem Luftschiff wegfliegen zu können. Ich glaube, ich kann euch das jetzt noch zeigen, aber gut. Das ist unser Glück hier versuchen. Die geforderten Sachen noch zu finden. Oder hier vorne, was ist denn hier? Wenn wir hier vielleicht runterspringen, das wäre natürlich nice. Piggledy und Frederik. Deswegen ist das gescheitert. Und was hat er jetzt gesagt? Lecco mio. So. Was ist das jetzt hier? Level 16. FOMU Level 16. Es wird langsam, es wird langsam. Bitte achte auf die Abgänge und passenden Temtem und kleine Kinder auf. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Mit Dorf für Dorf und so weiter durchgehen, wa? Was sind hier vielleicht noch Kerle? Hier ist ein Fragezeichen. Spring runter. Warum habe ich jetzt kein Bungee-Seil?
Wäre jetzt lustig gewesen, oder? Stavros. Ich habe gedacht, das wäre jetzt einmal eine erfüllte Quest oder so, aber auch da nicht. Können wir auch noch nichts machen. Müssen wir auch noch warten. Hier können wir nichts machen. Was haben wir denn hier noch? Auf jeden Fall ein Pegepig. Pegepig und Frederik gingen in den Tag hinein und stellten sich gegenseitig ein Bein. Ich mich sogar selbst verletzt. Was soll denn das jetzt hier? Ach schon, die kann ich nicht abkürzen, egal. Oh, zweimal Pegepig. Pegepig, so sicher wie der grüne Da-Da-Daumen. Zack. Oh, da ist er umgekippt, der kleine Fratz. Dann bleibt uns nichts anderes übrig und wir benutzen Uschik. Uschik macht den Weg frei. Kommt uns hier aber alles entgegen, wa? Jetzt geht es aber los hier. Den Kampf haben wir auch gemacht, Freunde. Ich glaube, eine Folge haue ich noch raus. Da stehe bei euch. Erstmal Feierabend und für mich geht es noch in eine weitere Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und macht's gut.